Herzlich willkommen zu eurem weltallertollsten Reisemagazin. Ich habe drei tolle Geschichten für euch. Erstens Show Me Yellow, unsere Kooperation mit der Popband Yellow. Alles darüber, was es zu berichten gibt. Zweitens, unsere neue Webserie geht an den Start und ihr seht als erstes tolle Bilder. Und drittens, AIDA Aura, unser Weltreiseschiff, hat die Stella getroffen. Viel Spaß wünsche ich euch. Für unsere Gäste auf AIDA Nova haben wir ein großartiges Showpaket geschnürt. Unter anderem auch Show Me Yellow, eine exklusive Kooperation mit der berühmten Popband. Und ich glaube, nicht nur die Gäste, die es bis jetzt gesehen haben, sondern vor allen Dingen auch Dieter Meier und Boris Blank waren richtig begeistert. Viel Spaß! 10, 9. Und dann hätten wir eben Lust, dass von dir quasi ein Countdown kommt. Einfach dein Bild zu sehen und jetzt fängt es an und dann ohne Moderation direkt in die Show rein. Willkommen zu Show Me Yellow! Show Me, Ausrufezeichen, Yellow. Als Titel für das, was wir tun, das super. Ist schon, das ist Show. Show Me, ja. Ausrufezeichen, ja. Yellow. Show Me Yellow. Ja. Das ist gut. Super. Ja. Super. Ich glaube, die Leute, die auf diesem Schiffen sind, die sind extrem relaxed, ja, und auch sehr offen für Klänge und für Ungewöhnliches. Es war immer für uns eine große Freude, zu sehen, wie Leute tanzen zu unserer Musik. Der Tanz ist ja die eigentlich unmissverständlichste Sprache überhaupt. Wenn ein Mensch sich bewegt, man sieht, was er erzählt mit seinem Körper, ist das etwas Wunderbares. Wenn ich da jeweils in irgendwelchen Clubs war, dann konnte ich stundenlang zusehen, wie diese Leute, die Tänzer, die Yellow-Musik interpretiert haben. Und diese Freude ist natürlich noch größer jetzt auf dem AIDA-Schiff, weil sehr, sehr professionelle Leute die Musik tanzen. Ich glaube, dass das auch sehr illustre ist, zusammen eben mit diesen Bildern von unserer Live-Show. Wir sehen eigentlich plötzlich eine neue Tanzwelt der Yellow-Musik, eine getanzte Oper sozusagen. Wenn dann das alles bebildert und farbig und verrückt und opernhaft ist, dann wird das eine riesengroße Freude für uns sein. Dann geht es weiter mit Bostich. Dann werden die das anhaben und lange Pferdeschwänze. Der erste Zufall war, dass unsere Maxi-Single Bostich, wissen wir bis heute nicht, wie das geschah, die hat sich verirrt auf dem Plattenteller des damals bekanntesten Black Radio DJs. Here is Frankie Crocker at WBLS. Und der war total begeistert von diesem Track. Er dachte, wir seien zwei schwarze Avantgarde-Rapper von der Westküste. Ja, dieser Gesang, der ja eigentlich kein Gesang war, ist ja alles auf einer Note, der entstand nur, weil ich in den Anfängen eigentlich nicht wirklich ein Sänger war und ich habe auch die Töne nicht getroffen. Und so habe ich mich dann entschieden, okay, ich singe alles auf einem Ton, das kann ich. Standing at the machine every day for all my life, I'm used to do it and then it is the only thing I want is just to rush, push, cash. Und das wird eine abgefahrene Modenschau, wie man sehen kann. Das ist für mich wirklich der Hammer, wie die sich bewegen, wie die sich der Musik hingeben und so. Genial. Wahnsinnsrhythmus, der das macht. Das ist einer der aufwendigsten Shows, die wir je gemacht haben. Ja. Ja. So, wir werden schon den schon. Also für uns war das ein unglaubliches Erlebnis. Wir haben ja immer schon gewusst, dass zur Musik von Boris Blank gerne getanzt wird. Ja? Aber die Professionalität und die Kreativität, die wir hier gesehen haben, das ist Las Vegas plus eins, ja, absolut super. Ich kann nur allen
gratulieren. Das war unwahrscheinlich, unwahrscheinlich kreativ. Nichts geht weiter über den Körper und die Sprache des Körpers und die Musik natürlich zusammen mit diesem wunderbaren Tänzer. Vielen Dank euch allen, natürlich auch dem Publikum heute Abend. Das hat mich total überwältigt. Vielen Dank dir auch, Boris. Danke vielmals. Und jetzt etwas in eigener Sache. Unsere neue Webserie geht an den Start und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch das anguckt und wenn ihr Lust habt oder jemanden kennt, auch mitmacht. Guck mal. Werde das Gesicht der neuen AIDA-Videoserie. Du bist Koch, Activity Guide oder arbeitest im Hotelfach? Dann bewirb dich jetzt als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und teste 2 Wochen lang verschiedene Jobs an Bord von AIDA. Dein ständiger Begleiter? Die Kamera. Deine Erlebnisse werden auf Instagram und YouTube geteilt. Damit wirst du zum AIDA-Job-Serienstar. Was dich erwartet? Du fährst mit AIDA durch die Karibik. Du blickst hinter die Kulissen unserer Jobwelt. Du erlebst unvergessliche Momente und ergatterst am Ende der Reise vielleicht sogar deinen Traumjob. Ob als Koch, im Bereich Activities oder im Hotelfach. Wir suchen dich. Du hast eine entsprechende Ausbildung und Lust auf Blitzlichtgewitter? Dann bewirb dich jetzt! Auf dem letzten Teil der Weltreise hat unser Weltreiseschiff AIDA Aura die Stella getroffen. Im Hafen von Teneriffa. Und das wurde ordentlich gefeiert, weil unsere Gäste sind wie eine große Familie. I see you, you see me. I'm as happy as a girl can be. Oh. Wir sind auf unserer Weltreise fast in Europa angekommen und wir erreichen morgen unseren ersten Hafen, Teneriffa. Teneriffa. Und dort liegen wir mit unserem Schwesternschiff AIDA Stella zusammen. Mit einem Riesenplakat wollen wir morgen unser Schwesternschiff verabschieden beim Auslaufen und ich hoffe, die freuen sich drüber. Wenn ihr AIDA Nova erleben wollt oder die neue Exklusivshow Show Me Yellow oder wenn ihr mehr wissen wollt über uns oder auf Weltreise gehen, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Stockholm und Mariehamn. Es geht weiter nach St. Petersburg und nach Tallinn. Wir besuchen noch Riga, Klaipeda und Kopenhagen in Dänemark. Und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Letzte Woche war ich auf AIDA Nova und da habe ich abends im Beachclub ein Pärchen getroffen, die mit uns gereist sind. Gäste, ein Staatsanwalt und seine Frau. Und ich hatte ein unglaublich tolles, nettes Gespräch und dabei hatte ich meine Brille auf. Und da hat mich die Frau gefragt, warum ich eigentlich beim Moderieren nie die Brille auf habe. Extra für euch. Jetzt moderiere ich mit Brille. So, und jetzt kommt's am Ende, wie immer, die tollste Musik mit den tollsten Bildern der Woche. Guck mal. I'm not the man.